Als Schirmherr des Marktes der Kulturen bin ich sehr stolz, dass wir in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum begehen. Wenn ein solches Fest 10 Jahre lang festen Bestandteil in einer Stadt hat, dann hat es Kultur mitgeprägt. Kultur für Toleranz und Weltoffenheit. Viele Besucher nehmen den Tag der Kulturen nur an diesem einen Tag wahr. Aber über 500 Beteiligte sind das ganze Jahr lang in Vereinen, Initiativen, in unseren Schulen damit beschäftigt, diesen Tag intensiv vorzubereiten. Als Oberbürgermeister der Stadt Pirna lade ich Sie recht herzlich zu unserem 10. Markt der Kulturen am 2. Juni hier auf dem Pirnaer Marktplatz ein.